Passt soweit? Okay. Ich weiß, ich bin das Letzte, was zwischen Ihnen und der Mitgliederversammlung steht. Also deswegen versuche ich dann jetzt hier auch die Sache kurz zu machen. Kurze Umfrage. Hier sind zwei Themen, das ist nicht angeklungen. Das eine ist 3D-Drucken, das andere ist Gras. Wer ist für 3D-Druck hier? Niemand? Doch, okay, ein paar interessiert, das ist gut. Wen interessiert Gras? Okay, okay, in etwa 50-50, prima. Gut, dann legen wir doch mal los. Also das, die Folien sind wie bei meinem Vorredner auch auf Englisch, aber ich denke, wir kommen so weit ganz gut durch. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Ja, wissenschaftlicher 3D-Druck mit GrasGIS. Ein Werkstattbericht. Für diejenigen von Ihnen, die es eilig haben, hier in einer Zusammenfassung die wichtigsten Fakten, die ich heute erzählen möchte. Nämlich erstens, man kann das Gras, wie wir es jetzt schon haben, sowohl Version 6 wie Version 7, zur Erstellung von 3D-Modellen benutzen. Es wird in der nahen Zukunft wahrscheinlich sehr wesentlich arbeitssparende Add-ons für Gras geben, eventuell sogar integrierte Module eines Tages, aber jetzt dann erstmal geskriptete Lösungen. Wissenschaftlicher 3D-Druck gibt für Wissenschaftskommunikation im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Dimension von dem zweidimensionalen, was wir sowohl auf dem Screen haben wie sonst auf Papier. Und es gibt, der 3D-Druck ermöglicht uns einen entschleunigten Zugang mit den Daten. Wir können sie anfassen. Sie sind nicht nur auf dem Bildschirm, sondern es ist einfach, wir können uns Zeit lassen. Aber es ist noch wesentlich mehr. Also für diejenigen von Ihnen, die es wirklich eilig haben, das waren die Kernthemen. Ist okay, aber ich möchte Ihnen noch ein bisschen was mehr erzählen. Ja, Wissenschaftskommunikation, ist ein ganz altes Thema. Der Beheim-Globus von 1492, man hat immer das Ding, man hat Daten, man hat davon eine Visualisierung im Kopf, man möchte das kommunizieren und dafür braucht man etwas. Der Globus in der Hinsicht ist ein sehr nettes Medium, was sich über die Jahrhunderte bewährt hat. Heutzutage gibt es schöne Gravitationsgloben, wie hier vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Es gibt auch Forschung über Globen, da komme ich dann auch noch gleich drauf. Ja, und jetzt, wir leben in diesen modernen Zeiten, wir haben 3D-Druck. Wir können uns unsere eigenen Globen heutzutage drucken, tolle Sache. Und das nächste wäre dann wahrscheinlich sowas wie der Replikator aus Star Trek, der einem dann nicht nur Tee macht, sondern dass wir so ein Ding on demand, wenn immer wir etwas präsentieren müssen, herstellen können. Wäre ja toll. Ja, 3D-Druck. Es ist sexy, Sie kennen es alle aus den Nachrichten, die Online-Magazine berichten darüber. Vielleicht hat es die eine oder andere auf der Cebit gesehen. Überall sind diese Dinger, sie ruckeln, sie wackeln, sie sind hübsch, sind Hingucker, ist ganz toll. Und ja, was sehen wir so, was haben wir für 3D-Druck in den Nachrichten gesehen? Einerseits Waffen, klar. Dann Körperteile, auch nicht schlecht, im Medizinischen, ist aber eine wichtige Anwendung. Dann Kleidungsstücke, kann man auch mittlerweile machen. Dann Süßigkeiten, das kam vorhin schon im Gespräch auf, also man kann auch mittlerweile Schokolade drucken, auch nicht schlecht. Und wir werden damit uns die unendlichen Weiten des Weltraums erschließen, zumindest wenn die NASA den ersten Drucker auf den Mond stellt und dann nach CityGML-Daten wahrscheinlich uns eine neue, hübsche kleine Siedlung hinstellt. Wäre ja alles toll. Aber was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, das ist nichts Neues. Diese Themen sind in den letzten 2 Jahren, wandert das durch die Medien. Und also 3D-Druck ist eine interessante Sache, jetzt die in den Mainstream kommt. Aber wir sind derzeit in einer Phase, wo die Erwartungen ein bisschen überhöht sind. Es gibt dafür ein schönes Display, das ist die sogenannte Gartner-Hype-Kurve. Das ist diese blaue Linie, die wir hier sehen. Sie können es wahrscheinlich schlecht lesen. Die erste Phase ist ist die Einführung der Technologie. Dann kommt hier der Peak der aufgeblasenen Erwartungen, was dann von einer Frustrationsphase gefolgt wird. Und danach kommt man langsam ins operationale Geschäft rein. Die Grafik ist nicht von mir. Hier sind zwei Sachen aufgetragen. Einmal als Cloud Computing und zum anderen eben 3D-Druck. Cloud Computing war schon 2012 in dieser Phase der Frustration oder dem, oh mein Gott, es ist nicht die Antwort auf alle unsere Gebete. 3D-Druck hingegen ist hier gerade so die Achterbahn fährt jetzt gerade runter ins Tal. Wir merken jetzt, 3D-Druck ist auch nicht der Replikator, den wir gerne hätten. Es ist nicht ganz so toll. Kein Replikator, nicht für uns heute. Man kann es ein bisschen vergleichen mit ähnlichen Technikentwicklungen, die wir früher hatten. Ein Beispiel ist, was die Computertechnik angeht. Sehr viele von Ihnen haben Tablets und Smartphones. Der Heimcomputerbereich hat vor circa 30 Jahren angefangen mit Geräten, die waren genauso groß.
sowas hier, mein kleiner Freund, ein ZX81, original, ist so groß wie ein Tablet, zeichnet sich dadurch, dass das 1 Kilobyte RAM drin ist, das ist eher wenig, ich habe kein Speichermedium dabei, außer ich hänge einen Kassettenrekorder dran. Seinerzeit hat man geglaubt, dass man damit die Welt verändern kann. Dann kam die Frustphase und mittlerweile sind wir da hinten. Soll heißen, im 3D-Druckbereich gehen wir durch den ähnlichen Prozess durch und unseren Replikator kriegen wir vielleicht später, mal schauen. Aber wir können mittlerweile, die Technik ist heutzutage schon für wissenschaftliche Anwendungen gut genug, dass wir Handstücke machen können. Ebenso etwas, was ich hochhalten kann, damit kann ich kommunizieren, damit kann ich als Wissenschaftler erklären, was ich tue. Das andere sind Schaustücke für Ausstellungen beispielsweise, da kann man so etwas sehr schön benutzen. Wichtig ist dabei, die Information ist kondensiert, es ist letztendlich wie bei, wenn wir Karten machen, ist eine thematische Reduktion auf das Wesentliche, was wir transportieren wollen dabei. Und man kann damit viele Sachen machen, deswegen, das wäre jetzt Ihre Anwendung, die Sie gerade im Kopf haben, was man damit anstellen kann. Ja, jetzt in dem Rahmen dieses Vortrags werde ich Ihnen zwei Stränge erzählen. Ich werde zuerst mal über die Metadaten sprechen, wenn es darum geht, von wissenschaftlichen Daten zum 3D-Druck zu kommen für Wissenschaftskommunikation. Oh, ganz ohne Metadaten geht es dann wahrscheinlich leider doch nicht. Und danach steigen wir kurz noch in den technischen Teil ein, das ist dann, wenn es um Gras geht. Ja, wie Atina netterweise gesagt hat, arbeite ich an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Stellt sich die Frage, wieso interessiert sich eine Bibliothek für sowas? Deswegen möchte ich hier gerne mal das größere Bild aufspannen. 3D-Druck ist an sich eine schöne Sache, aber es ist Teil eines größeren Ganzen. Wir sehen auf der Bibliotheksebene einen Trend, den wir sowohl in Wissenschaft und Forschung sehen, aber auch in den Open-Source-Communities und es betrifft auch die Bibliotheken. Und das ist die Identifikation, Zitierbarmachkeit und Langzeiterhaltung von wissenschaftlicher Information, unter anderem 3D-Drucken oder den Daten, aus denen sie entstehen. Und aus Sicht der Bibliothek bricht leicht Panik aus. Man hat den Eindruck, dass wir einem Tsunami von digitalen Datensätzen ausgesetzt sind, die kommen werden, und wir werden damit umgehen müssen. Und deswegen ist es wichtig, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Eine Maßnahme sind sogenannte persistente Identifikatoren. Sie können sich vorstellen wie die ISBN-Nummer eines Buches, was Sie bei Amazon bestellen. Wissen Sie sich nicht den Titel und den Autor merken, sondern Sie haben einen eindeutigen Bezeichner. Und so etwas braucht es auch für oder gibt es für wissenschaftliche Daten und eben auch für 3D-Druck kann man das nehmen. Das sind die sogenannten digitalen Objektidentifizierer. Digital ist dabei die ID selbst, nicht notwendigerweise das, was referenziert wird. Dieser haptische Globus könnte eine DOI kriegen. Ja, Globen, nochmal bei einem schönen Beispiel zu bleiben, werden natürlich jetzt schon auch in Bibliotheken vorgehalten, beispielsweise hier in Wien von den Kollegen, die haben eine große Sammlung von Globen. Das ist klar, die Dinger sind rund und bunt, das ist schön. Ist ein bisschen verdeckt jetzt hier, das ist ein Mondglobus von 1900, Quetsch. Das Interessante ist die dunkle Seite des Mondes, man wusste noch nichts drüber. Letztendlich soll heißen, die Daten, die wir heute produzieren, werden Forschungsgegenstände in der Zukunft sein. Sehr interessant. In der Hinsicht also so ein Gravitationsglobus oder eben auch die gedruckten Globen, die wir heute haben. Diese Information ist durchweg erhaltenswert. Und irgendjemand muss es tun, das sind die Bibliotheken in der Regel. Mittlerweile forscht man auch jetzt schon über ältere Kommunikationstools wie alte Globen, beispielsweise hier eine Publikation von Springer für einen Globus von 1751. Ein sehr schöner Titel, Vergangenes mit gegenwärtigen Methoden für die Zukunft bewahren. Das subsumiert so ziemlich den Job, den wir tun müssen. Ja, dann nochmal im Rahmen dieser Arbeit zu diesem speziellen Globus, den ich jetzt mal rausgepickt habe, sehen Sie auch, das kennen Sie, wenn Sie nach wissenschaftlichen Artikeln suchen, die DOI-Nummer ist jetzt im roten Kasten dargestellt, wahrscheinlich sehr schwer zu lesen aus der Distanz, aber so etwas gibt es und das wird schon eingesetzt, das wird gelebt. Damit komme ich kurz zu meinem Arbeitgeber, der Technischen Informationsbibliothek. Wir leisten auch die Tätigkeit der Universitätsbibliothek in Hannover, Welfenschloss Hannover, das ist die Universität. Wir wohnen nebendran in diesen beiden hübschen Gebäuden und prinzipiell textbasierte Informationen können wir sehr gut. Das Interessante ist jedoch, oder dafür werden Metadaten vorgehalten, wie in jeder Bibliothek, das ist nichts Neues. Wir haben relativ viele davon, 57 Millionen, 160 Millionen Dokumente, die man abrufen kann. Die Strategie ist jedoch, andere Informationen zu integrieren, unter anderem 3D-Objekte und Forschungsdaten. Und damit sind wir hier wieder beim Thema. Auch hat man vor 10 Jahren angefangen, diese digitalen Objektidentifizierer zu vergeben. Wir sind eine Registrierungsagentur dafür. Mittlerweile gibt es das sogenannte DataCite-Konsortium.
was diesen Dienst weltweit anbietet. Ja, das Ziel ist jetzt nicht, das alles zusammenzufassen, also den Zugriff zu gewähren für auf wissenschaftliche Daten, damit aber auch die Anerkennung zu geben für die Leute, die die Daten erzeugen. Das heißt, wissenschaftliche Programmierer sollen dafür Credit kriegen. Ihr Code soll zitierbar werden und auch Daten zitierbar werden. Und abgeleitete Informationen sowohl auch. Ja, das nur als kurzer Ritt durch die Theorie. Jetzt zum praktischen Teil, der Druckprozess. Ich denke, das ist das, was Sie wirklich interessiert heute. Prinzipiell ist es ganz einfach. Auf der einen Seite Daten rein, auf der anderen Seite Druck raus. Trivial, nicht? Ja. Es ist überspitzt natürlich. Aber letztendlich, aus der Sicht von uns, von den GIS-Schaffenden, ist es nichts viel anderes. Das eine ist, wenn wir Karteninformationen erstellen, wir exportieren zweidimensionale Karten in PNG, TIFF, was immer Ihr Lieblingsformat ist, und generieren daraus PDFs oder Ähnliches, die wir auf einen Drucker ausgeben. 3D-Druck ist nichts anderes. Letztendlich gibt es eine Schnittstelle, die GRAS schon anbietet, ist VTK-Export. Damit kann man eine Druckvorstufe entsprechend produzieren, die in einem 3D-Druckshop, die mittlerweile auch aus dem Boden schießen, gedruckt werden kann. Das ist kein Problem mehr. Aber die Frage ist, wieso stehe ich dann hier, wenn es so einfach ist? Dann ist es einfach nur eine OGR-GEDAL-Erweiterung. Also das sind die Bibliotheken, die die Exportfunktion von GRAS unterfüttern. Es ist natürlich nicht ganz so einfach. Die große Herausforderung für uns ist die thematische Generalisierung. Genauso wie Sie beim Kartenmachen sich auch auf das Wesentliche konzentrieren, damit die Botschaft rüberkommt, ist das auch im 3D-Bereich notwendig. Das Werkzeug, was wir derzeit in GRAS dafür haben, sind die R3-Module. Also die Module, mit denen wir dreidimensionale Volumenkörper in Form von Rastern verarbeiten können. Jetzt hier mal ganz kurz so eine Prozesskette, wie man es machen kann. Wir fangen wieder mit den Daten an, in einem Dateneingabephase, können Module wie VNOGR oder RNGDAL genommen werden. Die Information wird ins Dreidimensionale kopiert mit dem R2RAS3. Dann passiert Magie. Dafür haben wir ein sehr mächtiges Werkzeug, das R3MapCalc, also Kartenalgebra-Tool. Und die Ergebnisse davon werden herausgeschrieben, beispielsweise aus VTK, und werden dann zu einem Ausdruck. Ist an sich eigentlich auch ganz einfach. Was Sie unten drunter jedoch sehen, ist, dass dort neue Module bzw. Skripte in Entwicklung sind, um die Tätigkeit einfacher zu machen. Weil derzeit beschäftigen sich nicht allzu viele Leute damit. Das heißt, wenn Sie so etwas machen, wenn Sie sich dafür interessieren, müssen Sie gleichzeitig auf drei Ebenen leider sich derzeit umtun. Das eine ist Wissenschaftskommunikation. Was wollen Sie kommunizieren? Was ist der Inhalt des 3D-Drucks? Die zweite Sache ist, dass da wir eben nur Basisfunktionalitäten derzeit in GRAS haben, muss man entsprechend mit Rasteralgebra oder anderen Werkzeugen sich seine eigenen Werkzeuge letztlich derzeit selber zusammenskripten und diese Skripte hoffentlich dann der Community zur Verfügung stellen. Aber da die Community in dem Bereich recht wenig macht, ist man auch gleichzeitig auf der Admin- oder Bugtracker-Ebene unterwegs und muss dann leider sich regelmäßig auf der Developer-Liste rumtreiben und auch willens und fähig sein, auch Patches kurzfristig einzuspielen, wenn man wieder weitermachen möchte. Das Gemeine ist, als ich diese Folie gemacht habe, hatten wir Patches gehabt, die mittlerweile in den Main-Branch eingeflossen sind, aber offenbar gibt es wiederum neue Probleme, wie ich gestern von Sören Gebhardt gelernt habe. Also das ist ein laufender Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, aber ich möchte Sie alle ermuntern, es ist lohnenswert, es macht Spaß und sich da einzubringen. Da ist noch viel unbestelltes Land, was man bestellen kann. Ja. Dann mal ein Beispiel, um was es sich dabei handeln könnte. Wir hatten vorhin ja schon geologische Untergrundmodelle gesehen gehabt. Ein Beispiel dafür jetzt mal rausgegriffen ist, wenn man sich eine Lage hat, hier in grün dargestellt, und wir haben Störungszonen, das sind diese hohen Sachen hier, die im Volumen darzustellen, ohne dass es Löcher gibt, ist nicht ganz trivial. Da braucht man ein bisschen Hexerei in RMapCalc. Wie gesagt, all diese Sachen werden natürlich dann als Add-ons, sobald sie durchgetestet sind, zur Verfügung gestellt. Aber solche Sachen braucht man beispielsweise, um dann so eine Lage zu zerlegen, dass man entsprechende Cutlines hat, damit man das auch kommunizieren kann. Ja, das Ganze ist auch ein Lernprozess. Auf der GIS-Ebene, das sind die grünen Pfeile, was ich eben schon kurz angesprochen habe, von ersten Experimenten hin zu Modulen und dann zu Workflows und Services, dass das Ganze möglichst automatisch und schmerzfrei abläuft. Es sind allerdings auch Sachen, die den Druckprozess selber
betreffen. Also letztlich auch dieses, wir sind in der Kinderstube derzeit noch mit dem 3D-Druck. Was geht? Welche Software gibt es dort? Wie verhält sich die Hardware? Welche Materialien können gedruckt werden? Dann auch die Frage, was können wir kommunizieren? Welche Datenquellen haben wir? Da werde ich Ihnen nachher noch ein paar Beispiele zeigen. Und dann natürlich auch, wer beschäftigt sich damit? Diese ganze Arbeit ist am Geoforschungszentrum Potsdam in den letzten 2 Jahren begonnen worden. Dann hatten wir Input aus Rom von den Astrophysikern dort. Da zeige ich auch gleich noch ein paar Beispiele. Dann gibt es die wachsende FabLab-Community. Das sind öffentliche 3D-Druckwerkstätten sozusagen, die für jedermann offen sind. Sehr interessantes Konzept. Mittlerweile ist die Aktivität auf die TIB Hannover übergesprungen. Und jetzt als neuen Zugang haben wir die Osaka City University, die sich auch mit dem Thema beschäftigen wollen. Ja. Jetzt hier nochmal ganz kurz, so wie funktioniert es? Ist auch nochmal aus der Sicht geologischer Anwendungen. Wir können einerseits geologische Modelle verarbeiten. Vorhin fiel der Begriff GoCard. Wir setzen jetzt hier auf Petrel, das ist auch eine proprietäre Software. Wir können natürlich Geodaten verarbeiten, das ist trivial. Derzeit, da die meisten Volumenmodule in GRAS 7 sind wesentlich mehr fortgeschritten, als was wir in GRAS 6 zur Verfügung hatten früher, deswegen hier GRAS 7. ParaView wird derzeit zur Visualisierung benutzt. Dann kommt die Druckvorstufe und dann der Druckprozess selber. Das möchte ich Ihnen kurz mal zeigen, wie so etwas aussieht. Jetzt hier nur mal ein Beispiel rausgegriffen. Das ist der Drucker, das ist die Drucktechnik, für die sich das Geoforschungszentrum Potsdam entschieden hat. Das ist ein sogenannter Radman-Drucker. Funktioniert so, Sie können sich das ist ein sogenannter Extruder-Drucker. Prinzip Heißklebepistole, wenn Sie wollen. Hinten wird Plastik reingefüttert, aufgeschmolzen und dann so, oder wie eine Spritztüte in der Küche, wenn Sie wollen, dann verteilt. Auf der rechten Seite diese Spulen, das sind sozusagen Plastikspaghetti, die in die Maschine reingefüttert werden, die werden abgerollt und daraus entsteht das Modell. Gibt es in verschiedenen Farben, Geschmacksrichtungen und ähnlichen Qualitäten. Nur mal zu zeigen, wie groß so etwas ist. Sie können es da drüben vielleicht sehen. Das ist der Kollege Marcel Ludwig, das ist der 3D-Druckexperte des Geoforschungszentrums. Daneben sehen Sie eine Topfpflanze im Hintergrund und links im gelben Rahmen mal die Größe dieses Druckers, wie es auf seinem Arbeitstisch steht. Hier mal aufgeblasen, das ganze Ding. Hier wieder die Spule mit dem Rohmaterial. Hier die Kontrolleinheit, die das Ganze steuert. Oben noch ein Ventilator, um dies auch runterzukühlen. Und in der Mitte oben der Drucktisch, wo ein Druck gerade im Entstehen ist. Hier das nochmal aufgeblasen. Hier sehen Sie auch so einen Druck. Wir gucken gerade rein, sozusagen. Gut, was das ist, erkläre ich dann auch in einer Minute. Wir sehen einerseits die Oberfläche, die entsteht. Ich hoffe, das ist halbwegs erkennbar. Unter der Oberfläche allerdings haben wir eine Stützstruktur und innen drin eine Wabenstruktur, letztendlich um das Modell leicht zu machen. Gut. Jetzt hier schnell ein paar Beispiele, was man damit tun kann. Es ist naheliegend, Geländemodelle machen. Natürlich ist nicht überraschend. Wir haben mit verschiedenen experimentiert. Catchments, Olympus Mons Mars, größter Vulkan des Sonnensystems. Da der Mars-Süßigkeit da vielleicht zu klein ist, hier ist das ganze Ding, also eher überschaubar, aber besser als nichts. Ein Berg aus Namibia, auch Geländemodell, was die Materialien angeht. Es gibt nachtleuchtende Materialien. Ich weiß nicht genau, wozu es gut ist, aber man kann es machen. Okay, hier das lila Beispiel nochmal, das ist ganz nett. Das hat der Kollege Frigeri ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, von den Astrophysikern in Rom gemacht. Da geht es darum, Planet Mars hat eine Nordpolkappe aus Eis. Die kann man mit bodenpenetrierendem Radar vom Satelliten aus durchleuchten. Da kommt man zu solchen Schnittbildern. Das Interessante dabei ist die Unterseite dieser Polkappe. Das wurde dann in einen Druck überführt. Der Druck sieht dann so aus, es sieht sehr eigenartig erstmal aus, aber für die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die Planetologen, war das ein massiver Fortschritt. Und das Ganze wurde auf der AGU-Konferenz vor 2 Jahren vorgestellt. Und man hatte etwas in der Hand, weil bis jetzt hat man sich immer an solchen Schnittbildern entlang gehakelt. Und so hat man das wirklich gekriegt. Und die erste Reaktion der Leute, als sie es gesehen haben, war, wow, wir müssen mal was mit unseren Daten machen. Sie haben zum ersten Mal die Daten gesehen. Und im wahrsten Sinne des Wortes begriffen. Ah, okay. Dann, ja, 3D, in der Hinsicht, wenn man Sachen mit einer Unterseite machen kann, kann man auch natürlich Stapel machen letztendlich von geologischen Untergrundmodellen, was auch ein Thema am GFZ ist. Hier auch nochmal ganz kurz, so ein Teilchen. Das ist naheliegend, man kann sie auseinandernehmen. Macht die Sache haptisch und erlebbar. Jetzt hier das nochmal in Explosionsdarstellung sozusagen, dass man es zusammenstecken kann. Und hier nochmal das komplexeste Beispiel, was wir eigentlich als allererstes gemacht hatten. Das ist ein Raumzeitwürfel für Tsunami-Daten. Das ist die Entwicklung von Tsunami-Wellen in Raum und Zeit.
was ein komplexes Thema ist. Ganz grob gesagt, diese Plastikeinheit, die Sie hier sehen, hier unten, sozusagen am Beginn, zeitlichen Beginn des Modells, sehen Sie die große Tsunamiwelle. Aber hier oben, später in der Zeit, tut sich auch noch was. Das ist letztlich sehr wichtig, den Leuten klar zu kommunizieren, dass ein Tsunami nicht nur eine Sache von 10 Minuten ist. So etwas kann eine Küste für mehrere Stunden außer Gefecht setzen. Das ist sehr wichtig. In der Hinsicht, da ja wir am 3.11.2011 den großen Tohoku-Tsunami in Japan hatten, ist dieses Modell jetzt als permanente Leihgabe in der Osaka City University. Wer ihn vielleicht kennt, beim Professor Ragavan, das steht hier im Schränkchen, dahinter haben sie seinen Soul Cuts Award, also man ist dann schon stolz, dass man das hat. Sowas kann man auch machen. Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, oben das, was ich Ihnen jetzt schon gesagt hatte, soweit, und jetzt nochmal dazu. Also 3D-Druck bietet ein tolles Potenzial für Wissenschaftskommunikation, gerade verschränkt mit offenen Daten, oft quelloffene Software und Identifikatoren, damit man es zitierfähig machen kann, damit wir als Wissenschaftler Anerkennung kriegen. Und thematische Generalisierung ist mit den jetzigen R3-Modulen schon möglich und es kommt noch viel mehr in der Zukunft. Eine allerletzte Folie, die ich noch reingenommen hatte. Wenn Sie sich fragen, wo kriege ich 3D-Modelle her, möchte ich mal Werbung machen hier. OpenDetect.org, das ist eine geologische Visualisierungssoftware, wo man unter anderem auch das Open Seismic Repository hat, wo Sie reale Datensätze kriegen können, unter anderem aus den Niederlanden, aus Alaska, Nordkanada, glaube ich. Da ist sehr viel und Forschungsprojekte stellen ihre Daten dort zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie dort mit realen Daten auch wirklich dann arbeiten in Graz. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Ich danke Ihnen herzlich. Schöne Foskis. Ja, vielen Dank, Peter. Das ist in der Tat spannend. Also sind Fragen dazu? So, wann könnte man echt farbiges Drucken erwarten? Ist prinzipiell schon möglich. Das ist eine andere Drucktechnologie, was benutzt werden muss. Was ich heute hier vorgestellt habe, ist Extrusionsdruck. Wie gesagt, Prinzip Spritztülle. Was Sie auch machen können, ist sogenannter Sinterdruck. Stellen Sie sich vor, wie ein Laserdrucker funktioniert, der ein Pulver durch einen Laserstrahl zusammenklebt. Das Gleiche kann man mit Gipsstaub machen, der zusammengeklebt wird. Und wenn Sie dann noch Farbe dazugeben durch einen Druckkopf, erhalten Sie ein durchgefärbtes, echtfarbiges Modell. Und Multi-Material-Druck, so mit Multi-Material. An was für Materialien denken Sie? Zum Beispiel Holz und Plastik. Das hier ist Holz. Ja, das ist ein Material. Ja. Die anderen Materialien sind, das andere ist PLA. Also Sie können verschiedene Lagen aus verschiedenen Materialien drucken. Das ist kein Problem. Oder wollen Sie ein durchgefärbtes Stück Holz dann haben? Ich würde es mischen. Zum Beispiel Holz und Plastik zusammen. Es gibt diverse Entwicklungen im Bereich dieser druckbaren Materialien. Das kann ich jetzt nur sagen. Also es gibt auch Materialien, die dotzen, die flexibel sind. Da müsste man gucken, was schon auf dem Markt ist und was Ihre Anforderungen sind. Achso, okay. Sind noch weitere Fragen? Sie hatten davon gesprochen, dass die Hohlräume oder das massive Material durch Stützstrukturen ersetzt wird, damit man eben nicht so viel Material verbraucht. Ja. Wird es auch von Graz dann unterstützt oder muss da noch nachbearbeitet werden? Die Optimierung findet im Drucker statt. Der Drucker selbst macht dann die Stützstruktur. Ja, okay. Genau. Da kann man das auch entsprechend einstellen. Das hat weniger jetzt was mit den Geometrien der Objekte zu tun, sondern einerseits mit den zu druckenden Materialien. Letztendlich, je weniger gut das Material trägt, je weniger hart es ist, umso mehr Stützstrukturen brauchen Sie. Also deswegen wird das auf dieser Ebene gemacht. Okay?